Hallo und herzlich willkommen im Wald. Zwar gibt es diesmal kein Fragezeichen, aber ich interpretiere es trotzdem als Frage. Und zwar, kannst du mal was zu Neophyten und Neozoen machen? Ja, ist eigentlich relativ simpel. Neophyten sind neu eingewanderte Pflanzen. Neozoen sind neu eingewanderte Tiere. Es gibt auch noch neu eingewanderte Pilze und alles drei zusammen sind dann sogenannte Neobionten bzw. Neobiota. Und ich will mich jetzt gar nicht so lange mit der Definition aufhalten. Gehen wir mal ein bisschen mehr drauf ein. Was passiert denn da, wenn ein Lebewesen, das an einem Ökosystem, zum Beispiel im deutschen Buchenwald, vorher nicht heimisch war, also da noch nie aufgetaucht ist, jetzt plötzlich da aufkreuzt? Also bei dieser Neueinwanderung läuft das so ab, dass ein Lebewesen, das vorher nicht heimisch war in einem bestimmten Ökosystem, zum Beispiel dem deutschen Buchenwald, da plötzlich aufkreuzt und jetzt da ist. Das ist in 98% der Fälle dann meistens das Todesurteil für dieses Lebewesen, weil es mag sein, dass das Individuum dann eine Weile klarkommt und Bucheckern futtert und den einen oder anderen Wurm ausgräbt oder was auch immer tut. Oder es ist halt eine Pflanze und die steht dann eine Weile rum. Aber in jedem Fall haben sie das Problem, es ist ja nur ein Individuum oder es sind ganz wenige. Eine beliebte Möglichkeit, um eben einen neuen Lebensraum zu erreichen, ist grundsätzlich immer mit Hilfe des Menschen. Es kann auch natürlich passieren, geht dann aber super lange und das ist eigentlich, da gibt es kaum Beispiele für, eventuell die Türkentaube. Aber da weiß man es auch nicht genau, ob da nicht doch auch der Mensch nachgeholfen hat, zumindest sekundär. Also gehen wir einfach mal davon aus, dass die meisten neu eingewanderten Lebensformen in irgendeiner Form von uns Mensch dazu irgendwie begünstigt wurden. Und ja, in der Regel haben die aber das Problem, dass sie nur in sehr kleiner Stückzahl erstmal auftreten. Zum Beispiel Pflanzensamen, die im Autoreifen hängen geblieben sind, zum Beispiel in Italien. Das Auto fährt über die Alpen nach meinetwegen Bayern und verliert dann da irgendwann am Straßenrand eben besagte Samen. Da keimen irgendwelche italienischen Pflänzle, die wir hier halt eben nicht haben und stellen dann fest, oh schön, in Deutschland ist es ja toll, aber hier steht jetzt überall diese blöde Buche rum und macht so viel Schatten, ich kriege nicht genug Licht, ich sterbe wieder. Und damit ist die Art auch schon wieder ausgestorben. In der Regel läuft das so ab. Also ist es überhaupt nicht schlimm, wenn irgendwas von irgendwo bei uns ankommt. In den allermeisten Fällen stirbt das gleich wieder. Das Gleiche gilt besonders auch für Tiere, weil ein einzelnes Tier kann sich noch überhaupt nicht fortpflanzen. Zwei Tiere, selbst wenn es ein Männlein und ein Weiblein ist, heißt das noch lange nicht, dass die beiden sich jetzt verstehen und sich dann unbedingt miteinander fortpflanzen. Das ist, selbst wenn du der letzte Mensch auf dieser Insel wärst, würde ich, ne? Da kennt man ja diesen schönen Spruch, das ist bei Tieren so ähnlich. Also da gibt es auch durchaus welche, die sich nicht vertragen. Man braucht also gerade bei Tieren eine ausreichend große Population, dass die überhaupt eine Chance hat, sich hier großartig anzusiedeln. Weil wenn es einzelne Individuen sind, okay, die können eine Weile in unserem Wald rumstreifen und vielleicht fühlen die sich da auch ganz wohl, aber sie finden halt einfach keinen Partner. Und wenn sie gestorben sind, haben sie keinen Nachwuchs und damit ist die Art schon wieder ausgestorben. Und so läuft das halt in aller Regel meistens ab. Es gibt natürlich auch Ausnahmen und das ist halt eben das, was wir unter Neophyten mal verstehen. Wenn wir an Neophyten denken, dann meinen wir meistens die Ausnahme. Eigentlich ist der Begriff wertfrei. Also sprich, man meint einfach nur eine neu hier angekommene Art, die eben im Regelfall sofort wieder ausstirbt und überhaupt keinen Schaden anrichtet. So, jetzt gibt es dann selten, aber doch noch hin und wieder Arten, die sich in unser Ökosystem gut einpassen können, weil sie aus einem vergleichbaren Ökosystem kommen. Man wird kaum jemals irgendeine Art haben, die zum Beispiel aus der Sahara stammt, die bei uns wachsen kann. Das funktioniert nicht. Da sind die Anpassungen einfach zu unterschiedlich. Die ist an Wüste angepasst und wir haben hier Wald. Da hat die keine Chance. Da kommt die nicht mit klar. Anders ist es zum Beispiel ganz oft bei nordamerikanischen Arten oder Arten aus China. Weil China hat ja, große Teile Chinas haben ein ganz ähnliches Klima wie wir und ja, so vom Ding her auch ähnliche Waldtypen, beziehungsweise sind überhaupt ein Waldland. Und das Gleiche ist in Nordamerika der Fall, große Teile von Nordamerika, Nordamerika ist groß, aber viele Teile von Nordamerika sind auch ein Waldland, das mit unserem sehr stark zu vergleichen ist. Hing ja früher auch mal irgendwie alles zusammen und klimatisch gesehen ist es wirklich sehr ähnlich, der Vegetationstyp unterscheidet sich von unserem schon, aber nicht sehr.
Und da kommt es halt relativ häufig vor, dass Leute, die da drüben schon gut klarkommen, also Leute meint jetzt Pflanzen, Tiere, ne? Auch bei uns gut klarkommen. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Douglasie. Man hat lange überlegt, ob jetzt die Douglasie, welche ein super toller Nutzbaum ist für die Forstwirtschaft, also liefert tolles Holz und wächst dazu noch schneller als alles andere, das gutes Holz liefert. Es gibt Sachen, die wachsen noch schneller, aber die liefern kein gutes Holz. Nur so viel schnell dazu. Die Douglasie hat man ganz lange untersucht. Die ist jetzt seit roundabout 100 Jahren bei uns. Wird sie einigermaßen angebaut und da wurden jetzt ganz viele Untersuchungen gemacht. Ist sie denn jetzt nun schädlich? Breitet sie sich denn jetzt unkontrolliert aus? Oder passt sie hervorragend ins Ökosystem, ohne einen Schaden anzurichten? Es wäre ja auch noch möglich gewesen, dass man sie hätte speziell fördern müssen, damit sie überhaupt am Leben bleibt, weil sie hier halt eben nicht reinpasst und sich überhaupt nicht durchsetzen könnte. Aktueller Stand der Forschung ist wohl, dass es tatsächlich so ist, dass sie hier gut reinpasst, keine anderen Baumarten verdrängt und einfach ihr Plätzchen im Baumartenportfolio des natürlichen Waldes, wenn man ihn jetzt dann in Ruhe lassen würde und sagen würde, jetzt machen wir einen Urwald raus, geht man aktuell davon aus, dass sich die Douglasie da irgendwo einordnen würde, aber bestimmt nicht den ganzen Wald dominieren. Also das ist aktueller Stand der Forschung. Naturschutzverbände behaupten teilweise was anderes und meinen, man müsse mit dem Ding noch vorsichtig sein. Gegen Vorsicht ist auch überhaupt nichts einzuwenden und ich will jetzt auch nicht über Naturschutzverbände herziehen. Aber es gibt auch dann wieder radikalere Flügel besagter Naturschutzverbände, die behaupten, dass die Douglasie bei uns invasiv wäre und alles zuwuchert. Und das stimmt wissenschaftlich gesehen nach aktuellem Stand der Forschung definitiv nicht. Aber gut, das wäre jetzt halt eben so ein Beispiel einer Art, die sich gut eingepasst hat. Dann gibt es natürlich aber dann auch noch die Fälle, dass eine Art ein Generalist ist. Also sprich, sich so ziemlich an alles anpassen kann. Eine Art, die keine besonderen Vorlieben kennt und eigentlich mit fast allen zufrieden ist und in ihrer Heimat nur dadurch von der Weltherrschaft abgehalten wird, könnte man sagen, dass es wieder andere Tiere gibt oder Pflanzen, die darauf spezialisiert sind, genau von dieser Art zu leben, also die niederzumachen. Und die gibt es bei uns jetzt nicht. Also so ein häufiger Fall ist, weshalb dann was bei uns invasiv wird, also ein Neobiont, der eben bei uns ankommt, sich nicht nur ausbreitet und etabliert, also ins Ökosystem reingehört, ohne großartigen Schaden anzurichten, sondern eine Massenausbreitung erfährt und einheimische Arten verdrängt. In dem Moment, wo er einheimische Arten verdrängt, spricht man von Invasivität. Das heißt, es ist dann wirklich ein Schädling, das kann man nicht anders sagen. Der schadet dem Ökosystem auch und sowas sollte nach Möglichkeit wieder rausgeholt werden aus dem Ökosystem, was dann aber meistens schon zu spät ist und nicht mehr wirklich funktioniert. Ja, aber so eine Art ist dann kaum noch aufzuhalten. Das handelt sich einfach fast immer um irgendwelche Generalisten, die mit jeder Situation klarkommen und eben nur durch spezifische Feinde in den Griff zu kriegen sind. Und diese spezifischen Feinde gibt es bei uns natürlich nicht oder woanders. Wenn man bei uns einen Generalisten nimmt und ihn woanders hinstellt, natürlich dieselbe Situation. Und damit hat er seine natürlichen Feinde verloren, kann sich wunderbar ausbreiten, weil hier niemand ist, der ihm gewachsen ist, in Anführungszeichen. Jetzt ist es so eine Sache, inwiefern ist das schlimm? Langfristig gesehen ist das natürlich völlig Wurst, weil irgendwann wird hier unsere Natur auch irgendeinen Spezialisten ausbilden. Das wird wahrscheinlich noch nicht mal so lange dauern, also in Naturzeiträumen, also vielleicht 300-500 Jahre, also eine Waldgeneration. Und es bildet sich irgendein neuer Käfer heraus oder ein schon vorhandener Käfer stellt fest, okay, die anderen Käfer wollen alle das indische Springkraut, um jetzt zum Beispiel mal so eine sehr invasive Art zu nennen, nicht fressen. Ja, dann mache ich das doch. Und dann frisst dieser Käfer über viele Käfergenerationen primär indisches Springkraut und entwickelt sich dann irgendwann zu einem solchen Experten, was den Verzehr von indischem Springkraut angeht, dass der indische Springkrautbestand wieder sehr stark zurückgeht, bis hin zu nahezu weg. Allerdings aussterben wird so natürlich wahrscheinlich nicht, weil spätestens, wenn der indische Springkraut, spätestens wenn der Bestand vom Springkraut dann wieder so stark zurückgegangen ist, dass der Käfer kaum mehr was zu fressen findet, wird sich die Populationsdichte vom Käfer auch wieder entsprechend verringern
so dass das indische Springkraut, weil dieser spezielle Käfer eben jetzt auch nicht mehr groß da ist, sich wieder ausbreiten kann. Dann breitet sich wieder der Käfer aus und der indische Springkrautbestand geht wieder zurück und immer so weiter. Und irgendwie, und mit diesem Gleichgewicht dann, mit diesem Ausbreiten, Schrumpfen, hat sich dann das indische Springkraut auch irgendwann an unser einheimisches Ökosystem angepasst und passt hier ganz normal rein. Und kein Mensch wird mehr feststellen, dass das in irgendeiner Form ein Ausländer ist, der sich hier irgendwie ausbreiten versucht hat und Schäden angerichtet hat, in Anführungszeichen Schäden. Das ist immer die Frage, was ein Schaden ist in der Natur. Also so gesehen, langfristig gesehen, kein Problem. Und dazu muss man jetzt sagen, es gibt auch Archäozän, beziehungsweise Archäobionta heißen die Dinger. Das sind einfach im Prinzip Neobiota, Neobionten, die schon vor langer Zeit hier ausgesetzt wurden und inzwischen wirklich in das Ökosystem so integriert sind, dass man nicht mehr merkt, dass es irgendwelche neuen Arten sind. Das ist gerade ein Beispiel Weizen. Man sollte doch meinen, Weizen ist was typisch Deutsches, das kommt hier ja überall vor. Nö, das hat damals in der Jungsteinzeit schon der Mensch mitgebracht aus Afrika, wenn ich mich nicht sehr irre. Und überhaupt fast alle Nutzgetreidearten stammen von ganz woanders her. Die hat man hier einfach eingeführt und kein Mensch mehr weiß es. Und alle denken, das ist was typisch Deutsches und das gehört hierher. Und das ist bei ganz vielen Arten tatsächlich so, bei denen man es gar nicht vermuten möchte. Also viele Sachen, die wir auch essen, so Küchenkräuter und Ähnliches. Ein schönes, prominentes Beispiel gerade für uns Bushcrafter ist die Esskastanie. Die stammt eigentlich aus Italien, die haben schon die Römer hierher mitgebracht. Und die Orte, an denen sie vorkommt, was nur in Süddeutschland in recht warmen, trockenen Regionen der Fall ist, trocken muss es nicht unbedingt sein, das hilft zwar auch, aber es muss nicht. Das ist auch wieder so eine Sache, das ist ein super nützlicher Baum, gerade eben für uns, die wir aus dem Wald gerne mal ein bisschen was zu essen mitnehmen und da gibt es kaum was Besseres als Esskastanie. Aber eigentlich ist das auch ein Neophyt, interessanterweise. Ein Neophyt, der eben sehr gut ins Ökosystem integriert ist. Also nirgendwo richtet die Esskastanie Schaden an. Sie würde aber auch, wenn man sie in Ruhe ließe, in Anführungszeichen, auch nicht gleich automatisch wieder aussterben. Also an den Plätzen, wo sie jetzt forstlich auch angebaut wird und recht häufig vorkommt, da ist sie jetzt so etabliert, dass sie zum Ökosystem gehört und von alleine jetzt nicht wieder ausstirbt. Man könnte sie ausrotten, weil sie sich ja auch nicht massenhaft ausbreitet. Man würde ihr also Herr werden. Und das ist ja vor allen Dingen einfach bei Pflanzen, die so einen langen Lebenszeitraum haben. Da hat man genug Zeit, um die einzelnen Pflanzen bzw. eben Viecher wieder loszuwerden. Eine invasive Schildkröte, das wäre nicht vorstellbar, weil die einfach viel zu lange brauchen, um sich fortzupflanzen. Da könnte man ja ohne weiteres die ganzen Schildkröten einsammeln, in den Topf schmeißen und wieder zurück aufs Meer oder woher auch immer die hergekommen sind. Daher sind invasive Arten meistens immer was sich sehr schnell ausbreitet und überhaupt eine geringe Lebenszeit hat. Also irgendwelche kleinen, mobilen Dinge. Seltener wirklich ein Baum. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ein Baum mal invasiv werden wird. Ganz häufig sind es halt eben so Kleinsäugetiere, die einem auffallen. Also bei den prominenten invasiven Arten, es handelt sich ja immer um so mittelgroße bis kleine Säugetiere, die eine hohe Reproduktionsrate haben und die haben auch gemeinsam, dass es fast immer alles Fresser sind. Also wie ich eben gesagt habe, so generalistische Tiere, die mit fast allem klarkommen. Prominentes Beispiel, der Waschbär. Der Waschbär ist super sympathisch und ich mag den auch, aber eigentlich nimmt er mittlerweile wirklich die Ausmaße eines Schädlings an und verdrängt einheimische Arten, weil er auch sehr viel Eier von Vögeln frisst, Einheimischen, die ohnehin schon ganz viele Vögel ja halt selten geworden sind inzwischen. Und da ist der Waschbär halt wirklich prädestiniert, um die dann völlig auszurotten. Und man kann gegen den Waschbär nichts unternehmen, weil der Waschbär natürlich keine natürlichen Feinde hat. Wer sollte denn den Waschbär fressen? Der Fuchs? Nee, nicht wirklich. Also Waschbär und Fuchs nimmt sich ja nicht viel so von der Körperkraft her. Das würde nicht funktionieren, beziehungsweise der Fuchs würde es nicht riskieren, den Waschbär anzugreifen. Wozu denn, wenn er andere Sachen finden kann? Ja, ich kann jetzt noch 27 Beispiele nennen, aber muss ja nicht sein. Eine Sache wurde ich noch gefragt, und zwar der Marderhund. Den gibt es bei uns jetzt auch. Ja, der kommt aus China ursprünglich. Der wurde dann so ein bisschen in die indischen Ausläufer des Himalaya exportiert und ist da aus Pelzfarmen ausgebrochen, hat sich dann da verbreitet
und ist jetzt tatsächlich auf natürlichem Wege bei uns eingewandert. In solchen Fällen ist es richtig schwierig dann zu sagen, ist das jetzt menschgemacht, dass der jetzt da ist? Oder ist er mehr oder weniger natürlich angekommen? So einfach ist es dann halt doch nicht. Eigentlich kann man natürlich schon sagen, okay, über den Himalaya wäre er normalerweise nicht drüber gekommen, wenn man ihm nicht geholfen hätte, also ist er jetzt schon menschbedingt jetzt bei uns. Noch ist der Marderhund nicht sonderlich schlimm, wird aber immer schlimmer. Also er breitet sich jetzt halt fröhlich aus und wird dann in absehbarer Zeit in ganz Deutschland zu finden sein. Das ist jetzt halt eben Aufgabe der Jäger, dann im Fall von invasiven Spezies auf die besonders viel Jagd zu machen. Was nachvollziehbarerweise für die Jäger auch nicht unbedingt lustig ist, weil die keine Lust haben, einen Waschbär zu schießen, die keine Lust haben, einen Marderhund zu schießen, sondern die halt lieber was schießen, was man auch essen kann. Beziehungsweise was Hörner auf dem Kopf hat, die man sich an die Wand hängen kann. Gut, man kann sich auch Marderhundpelz an die Wand hängen, aber da ja Jagd doch eine recht traditionelle Geschichte ist, ich kenne niemanden, der einen Marderhundpelz an der Wand hängen hat oder einen Waschbär. Gut, Waschbär vielleicht noch. Ja, das ist immer so eine Sache, was tut man dann gegen eben diese invasiven Arten? Es gibt da diesen lustigen Ansatz, dass man einfach eine andere invasive Art hinterherjagt, also eine andere Art, von der man hofft, dass sie natürlich nicht invasiv wird, sondern nur die invasive Art zurückdrängt und dann am besten gleich mit der invasiven Art ausstirbt. Das hat man in Australien relativ häufig in Anführungszeichen versucht, nachdem mal wieder irgendwas invasiv geworden ist und so ziemlich alles, was nach Australien kommt. Also Australien hat sehr, 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 sehr viele invasive Arten, weil die halt ihre ganz, ganz, ganz spezielle Tierwelt haben mit den ganzen Beuteltieren und so weiter und so fort. Und wenn da irgendwas anderes kommt und einfach anders tickt als die ganzen Beuteltiere, kommt es halt häufig vor, dass die sich dann sehr stark ausbreiten. Ja, was tut man jetzt eben gegen invasive Arten? Man kann versuchen, sie alle umzubringen in irgendeiner Form, sei es durch Gift, sei es durch Totschießen im Fall von dann größeren Tieren oder sei es durch Umhacken, Ausgraben. Ganz oft ist es bei Pflanzen so, wenn es wirklich invasive Pflanzen sind, haben die ein solches Vermehrungspotenzial, dass Abschneiden noch nicht mal reicht. Man muss sie wirklich ausgraben und aus dem Boden reißen, nach Möglichkeit mit sämtlichen Pflanzenteilen, also inklusive bis zum letzten Stückchen Wurzel, um die wirklich wegzukriegen an der Stelle. Und das ist einfach eine Aufgabe, die wir personalmäßig hinten und vorne nicht bewältigen können. Dafür müsste schon die komplette Bundesrepublik meinetwegen 3 Tage freikriegen, um den nationalen indische Springkraut-Ausgrabetag zu machen oder ähnliches. Und das kann kein Mensch bezahlen, also wird das wohl dabei bleiben, dass wir bald überall bzw. weiterhin sich ausbreitendes indische Springkraut überall da haben werden, wo es einigermaßen wachsen kann, beispielsweise. Tatsächlich gibt es jetzt aber doch auch noch ein paar invasive Baumarten und gegen die kann man dann doch vergleichsweise gut vorgehen, weil wie ich ja eingangs irgendwo auch schon mal erwähnt hatte, eingangs ist gut, irgendwo in der Mitte, dass diese sich dann doch lange brauchen, um sich auszubreiten, weil so ein Baum halt einfach eben alles, was er tut, recht langsam tut vergleichsweise. Und die kriegt man dann schon noch weg. Ein schönes Beispiel ist die Pinus nigra, die Schwarzkiefer. Unsere einheimische ist ja eigentlich die Waldkiefer. Manche Leute nennen sie auch Rotkiefer. Die Pinus nigra hat sehr, 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 sehr lange Nadeln. Wenn ihr also einmal einen Kiefer seht und vorher schon wusstet, wie eine Kiefer aussieht, und diese Kiefer plötzlich bis zu 30 cm lange Nadeln hat, dann ist es ein Schwarzkiefer. Davon abgesehen hat sie eine recht dunkle Borke. Also schwarz ist jetzt zu viel gesagt, aber deutlich dunkler als diese recht rötliche Borke unserer einheimischen Kiefer. Die wird in Nationalparken, zum Beispiel in der Sächsischen Schweiz, recht effektiv bekämpft. Man kann sich dann wieder streiten, ob das überhaupt okay ist, die zu bekämpfen. Da gibt es auch wieder viele, viele Diskussionen verschiedener Fachleute, ob das jetzt nun gut ist, dass man die aus dem Nationalpark rausholt, obwohl man im Nationalpark ja eigentlich gesagt hat, man greift überhaupt nicht ein und lässt die Natur machen. Das würde dann ja eigentlich das Walten der Schwarzkiefer mit einschließen. Und es gibt halt diejenigen, die sagen, ja, aber natürlich gehört die da ja gar nicht her und die Natur hätte ja nicht gewollt, dass sie da ist, also helfen wir der Natur in dieser Hinsicht jetzt weiter und holen die Schwarzkiefer da raus. Man macht's, also man wohl versucht sie rauszuholen und das geht relativ gut, weil es eine Baumart ist. Die schneidet man dann quasi unten an, einen Ring drumherum, man nennt das auch Ringeln und sobald ein Baum quasi einmal rundherum die Rinde abgeschält ist, ist der im Eimer. Der stirbt dann langsam ab, nicht von jetzt auf gleich, der fällt nicht sofort um, aber der trocknet dann quasi aus und stirbt innerhalb von 2 Jahren, 3 Jahren, wenn es ein ganz robustes Viech ist, 4, 5 Jahren,
ist er dann irgendwann tot. Kann auch noch mal ein bisschen schneller gehen, das hängt vom Individuum ab. Da lässt sich Herr werden. Aber gerade bei Tieren, die man wirklich fangen muss, die wegrennen können, ist das extrem schwierig und Gift in hohen Maßstäben kann man auch nicht verwenden, weil dann auch wieder einheimische Tiere auch wieder drunter leiden. Man wird dann also invasiven Tierarten kaum Herr. Also wir werden uns dann gewöhnen müssen, dass wir hier Waschbären und Marderhund haben. Waschbär kommt aus den USA, Marderhund kommt von China und die werden sich hier garantiert irgendwann ausbreiten. Beziehungsweise noch weiter ausbreiten, als sie es ohnehin schon sind. Und dann hat jeder seinen eigenen Waschbär im Garten. Vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber wie gesagt, im Prinzip ist das kein Schaden. Es gibt in der Natur eigentlich keinen Schaden. Es gibt nur sich ändernde Bedingungen, an die sich das Ökosystem wieder anpasst. Es ist unmöglich, ein Ökosystem an sich zu zerstören. Man kann es nur ändern, woraufhin es sich dann wieder anpasst und in einer neuen Form sich weiterentwickelt. So gesehen, langfristig gesehen, ist das alles nicht schlimm. Für uns, da wir jetzt nur maximal 100 Jahre meinetwegen leben, ist das ein bisschen blöd, weil innerhalb von 100 Jahren passt sich das Ganze nicht so an, dass kein Schaden in Anführungszeichen mehr entsteht. Schaden, der Begriff Schaden ist wirklich immer ein Menschproblem. Schaden gibt es so in der Natur eigentlich nicht. Da gibt es ja kein Gut oder Schlecht, also auch kein Schaden. Jo, jetzt habe ich aber wirklich mehr als genug gelabert. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!